Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. So, wir machen heute Hauptquest weiter und guck mal, wo Schocker ist. Und da lief immer noch die Klospülung oder was auch immer da getropft hat. Und ja, machen mal ein bisschen Hauptquest weiter. Hui! Hallo, braucht ihr Hilfe? Herman, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Au! Doppel auf. Wow! Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einwuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Au! Du redest zu viel. Ja, das macht er. Ja, das ist Ansichtssache. Jo, Junge. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Silben pro Sekunde? Oder geht es darum, wie viele Worte man verwendet, um einen Gedanken... Gut, jetzt kann ich richtig punkten. Wo ist er denn jetzt? Oh, da. Warum tust du das hier, Herman? Alter! Umbringen werden! Ab die Post! Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Daytrading. Oh, warte, warte, warte. Oh nein! Ich habe eine Freundin, die macht Daytrading. Ich bin gleich tot. Sag mir, für wen du arbeitest, dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Ich habe nichts mehr zum Werfen, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt war hier aus. Fang! Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Au, das ist gemein. Oh, der arbeitet für die Masken. Sagtest du Masken? Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn das Geld? Weiß nicht, ist ja egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Au. Das wird wehtun. Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals. Du hast ja keine Ahnung. Eieiei. Was zum... Du Elender. Okay, ja. Letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Ich mag ihn mehr. Nee. Dann vielleicht. Ich hab nichts zum Werfen, ne? Hallo. Noch irgendwas, was ich werfe. Ah! Ich muss da oben. Warte. Ah. Okay, das war aber alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich! Sorry, Herman. Au. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Okay. Mann, er hatte wirklich Angst.
Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Okay. Gut, das ging jetzt schneller als gedacht. Okay, Yuri. Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Amrath wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey! Der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt. Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Was frage ich auch? Naja, wir waren das ja eigentlich auch nicht. Das war Schocker. Können wir doch jetzt nichts dafür, wenn er die Bank kaputt macht. Ach, guck mal, wir haben hier alles schon abgeschlossen. Okay. Schocker war schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Dann machen wir jetzt noch eine Forschungsstation, würde ich sagen. Ich habe nicht gedacht, dass der Kampf so kurz war. Ich hatte ihn irgendwie länger in Erinnerung. Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass ich beim ersten Mal nicht wusste, was ich so wirklich machen soll. Die Dämonen legen einen Gang zu. Oh Gott, das sind Dämonen? Geld kann man auch einfacher verdienen, Jungs. Auch weniger destruktiv. Oh, der hat seinen eigenen Typen abgeknallt. Das hat man jetzt mal gesehen. Au. Okay, ich muss wieder 4 Leute mit Luftschleuder in die Luft bringen. Okay, machen wir gleich. Zwei. Autsch. Ich brauche noch 2. Von Doc. Peter, vielleicht war es vorschnell, ihn zu 3. einem anderen Job zu raten. Gut. Ich habe einen Plan. Bin ich weggekommen. Gib mir etwas Zeit. Vielleicht erfinden wir doch weiter. Okay. Ihr alles unbezwingbarer Otto Octavius. Das ist großartig. Hoffentlich klappt es. Mein scheiß Schild. Au. Bin den Berichten nachgegangen über Dämonen. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig diese Nacht, haben die Franzis Immobilien besucht. Sie sind hinter Fisk her? Alle Achtung! Denkst du das gleiche wie ich? Brodelnder Bandenkrieg? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wurden alle Fisk Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Portside gemeldet. Danke, Yuri. Ich schau vorbei. Okay. Jetzt machen wir was mit der Forschungsstation hier noch. Wir gehen gleich gucken, was diese Dämonen vorhaben. Hey, Yuri. Wofür braucht Fisk eigentlich die Werft? Keine Ahnung. Ich schicke einen Beamten zu dir. Er heißt Jefferson Davis. Das ist sein Revier. Er ist ein guter Cop. Arbeitet schon Jahre am Fall Fisk. Wenn jemand weiß, was an der Werft vor sich geht, dann er. Okay. Datenbackup. Einer der unwichtigen. Okay. Oh yeah. Okay, diese Station sammelt Überlaufdaten von allen anderen. Wir wollen ja nicht Oscorps Speicherplatz verschwenden. Egal, bitte tu mir den Gefallen und überprüfe, ob alles reibungslos läuft. Sonst war die ganze Arbeit umsonst. Nicht genug Serverplatz. Es kommt zu einer Überlastung. Okay. Dann gibt es eine Löschung. Harrys Daten gehen verloren. Das darf ich nicht zulassen. Moment. Die ESU hat ja einen ungenutzten Sicherungsserver. Der wäre ideal für den Datenüberschuss. Ich muss die Übertragungsschüsseln ausrichten, um eine Verbindung herzustellen. Schnell! Okay. Der aktive Empfänger ist leicht zu finden. Ich muss da hoch. Okay, jetzt eine andere Verbindung finden. Geschafft. Ich muss nur weitermachen. Okay, I see. Schüssel zu Schüssel. Hallo? Ich gerne da oben drauf. Oh Gott, das ist eine Zeitaufgabe? Scheiße. Was verbraucht den ganzen Platz auf Harrys Servern? Sah nach DNA-Sequenzierung aus. Aber das gehört nicht zu den Aufgaben der Forschungsstationen. Hallo. Hoch da. Das ist eine Zeitaufgabe. Ist ein bisschen eilig. Kann
Konzentrier dich, Pete. Es ist egal, was auf dem Server ist, wenn alles gelöscht wird. Fast geschafft. Okay, wir haben ziemlich viel Zeit plus gemacht. Wohin? Wohin müssen wir? Ah! Scheiße. Hä, wo müssen wir hin? Ach, da drüben. Müsste jetzt in der Nähe des ESU-Servers sein. So. Und so. Geschafft. Ich kann den Datentransfer einleiten. Beeilung. Naja, ich mach ja schon. Oh Gott. Okay. Warte, wie konnte ich denn die drehen? So. Hier muss ein Minus hin. Was ist mal mit dem? Gut. Nein. Falsch. Das. Jetzt das. Jetzt nochmal so eins. Auf wie viel muss ich kommen? Auf zwei. Mal sehen. Sieht gut aus. Okay. Hammer. Jetzt geht's um die Wurst. Es funktioniert. Süß, wie die Daten da so als Lichtball dargestellt werden. Hui. Alles erfolgreich gespeichert. Das sollte funktionieren, bis Norman Harry neuen Serverplatz zuweist. Und er wird es gerne tun, wenn er hört, was die Station geleistet hat. Okay. Nice. Haben wir gemacht. Ah, hier ist noch eine Forschungsstation. Wo müssen wir denn jetzt schon wieder hin? Ah, ich weiß es wieder nicht. Zum Hafen. Ich bin manchmal schneller. Hui! Wir haben soweit alles auf unserem Weg erledigt. Hui! Oh, mal gerade Kampfmusik kurzzeitig. Hab ich was nicht gesehen? Sogar Schocker mischt damit. Er erledigt Aufträge für die Dämonen. Die meinen es echt ernst. Wollen sie Fisk einfach ersetzen? Das wäre schlimm genug. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. Ach, wir sind wieder hier. Ja, jetzt nicht. Da wartet ein Polizist auf uns. Gehen wir erstmal dahin. Oder? Ach komm, wir machen das schnell. Wo sind sie denn? Unterstützen Sie die Geschäfte in Ihrer Nähe und rauben Sie sie bitte nicht aus! Moment. Ich brauch, halt. Ich brauch. Hallo? Wo ist mein Waffenrad? Brauch das da.
Okay. Mal eins. Okay, Spinne wirft 3 Objekte auf Gegner. Okay. Das war doof. Och, wie soll ich denn werfen, wenn ihr immer ballert? Was ist denn mit euch? Mann, ich habe hier gleich nichts mehr zu werfen. So. Moment, ich muss mir was zum Werfen suchen. Sekunde. Ist hier noch irgendwas zu werfen? Ah, hier ist noch eine Tür. Oh. Ihr geht mir auf den Sack mit euren Scheißknarren. Ich brauche mal was zu werfen. Moment. Da ist noch was zu werfen. Toll. Wo hast denn du das jetzt hingeschmissen? Okay, müssen wir mal ein paar erstmal wegmachen. Moment. Die haben hier alle zu viele Waffen. So, wartet. Autotüren. Ja, ja. Einmal noch. Ich muss noch eine Tür werfen. Moment. Okay, perfekt. Haben wir erledigt. Jetzt können wir euch kalt machen. Wieso macht denn der meinen Finisher nicht? So. Easy. Hä? Ich war gerade irritiert, wie der an dem Auto lehnte. Ich dachte, nach Fisk werden die Verbrechen weniger. Wohl zu optimistisch. Ah. Er ist einfach umgefallen. Ich habe euch ein Taxi gerufen, Jungs. Eins mit blinkenden roten und blauen Lichtern. So, gut. Erledigt. Auf zu Officer Davis. Und wenn Sie einen Zeh in den Keller setzen, köpfe ich dich. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon 2 verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2. Alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Boah. Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Ja, müssen wir. Jetzt haben wir ein Problem. Ich will gerne auf die Kran hier oben drauf. Du verlässt die Mission? Nee, will ich ja nicht. Da liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eigentlich. Hast mich überhaupt nicht gesehen. Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Naja. So, niemand hat mich gesehen. Ich bin gar nicht da. Was mache ich jetzt mit dem hier? Mich jetzt an den hier ran. Ich muss den hier erstmal wegmachen. Okay. Der Dude ist weg. Waren wir jetzt noch welche? Den da drüben haben wir noch. Okay, da. Niemand kommt an mir vorbei. Okay. Ich habe hier was für dich vor. Wir müssen warten, bis der eine Dude da wieder weg ist. Da kann ich nicht oben drauf. Kann ich auf die Lampe? Auch nicht. Ja, mit dir. Vielleicht nicht. Schlaf schön.
versuche mal so viele wie möglich sneaky zu machen. Okay. Ja, da drüben, guck mal da. Der Arm, was ist mit ihm? Langsam wird's anstrengend. Der Arm ist kaputt. Okay, da hab ich einer gesehen. Drüben. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Jo, geh mal weg jetzt. Hier einfach, oh, jetzt ist es, das sind einfach zu viele. Das sind einfach zu viele. An der Stelle würde ich auch nicht gegen mich kämpfen wollen. Keine Spur. Komm her, du hängst, ich häng dich neben deinen Kumpel. So. Vorsicht, hat dich überrascht, was? Oh, schnell wieder weg. Verdammt, das war sicher Spider-Man. Nein, nein, ich bin gar nicht da. Das noch. Es ist offensichtlich, wer dahinter steckt. Schub, schub. So, komm mal her, Kollege. Meine Kumpels sind halt alle blind. Die sehen halt alle nichts. So, hinten sind, hier sind zwei. Steh auf! Wo ist der Kollege hin? Auch gerade noch hier irgendwo. Status, Anderson. Anderson. Shh. Anderson schläft. Die schlafen alle. Ich stelle alles auf den Kopf, wenn es sein muss. So. Das müsste eigentlich der letzte gewesen sein, ne? Ja. Haben wir alle sneaky hinbekommen. Yes! Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Klingt gut. Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Irgendwo muss hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Sie hinten. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. Da oben. Da oben. Guck mal hier. Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Okay, wo ist die verschlossene Tür? Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopp-Klopp-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Schlau, aber ich habe nichts, was genug Strom erzeugt. Versuch's damit. Elektroschocker, genial! Die Kondensatoren könnte ich für meine geplante Verbesserung brauchen. Okay. Haben wir gemacht. Gut. Das Elektronetz ist super. Bastler, was? Erinnerst mich an meinen Sohn. Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen.
Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Okay. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstecktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Suche einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. Haben wir das schon gemacht. Hat's funktioniert? Nein. War wohl der falsche Kasten. Such weiter. Da. Ich kann sagen, wie komme ich denn da rein, aber... Da ist ein Loch. Danke. Die hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Machen wir. Okay, oben vielleicht? Nee, Kratzer sehen wir ja nur unten, oder? Da ich jetzt weiß, dass ich Kratzer suchen muss, sollte ich mich nochmal umsehen. Doch um. Wo könnten sonst Kratzer sein? Hier. Gefunden. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Warten Sie, ich ziehe Sie hoch. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Hey, gute Landung und so. Wir futtern nicht alle Donuts. Schon gut. Noch eine Geheimtür. Ich breche das Schloss auf. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Macht der Anschlusskasten da oben in der Ecke? Wer hat denn den da hingebaut? Gefunden. Perfekt. Hey, sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Dahin. Moment, ich muss. Wenn ich ein Anschlusskasten wäre, wo ja, wäre ja, ich? Ja, ich habe ihn schon gefunden. Ja, aber ich muss diesen blöden Fahrstuhl hochziehen. Moment. Hallo? Viele Verstecke kann es für sie gefunden. Mann, muss schneller sein. Okay, Moment. Wieso springst du jetzt nicht? Wow. Voll reingeschissen. Wow. Okay. Nein,
Das war daneben? Hat's noch geklappt? Nein. Oh Mann! Ach, Mann! Okay, Geduld ist eine Tugend. Bin da nicht sehr gut drin. Warte mal, kann ich vielleicht... Nee, kann ich nicht. Ich kann vielleicht das da oben so mit der Axt bei God of War, wisst ihr? So piu, 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 nee, sich festmachen, aber... Kann ich nicht. Geschafft. Oh. Fühlte 100 Jahre später. So. Sie hatten recht, Jeff. Falltür. Na dann. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. Wir helfen Jeff mit der Falltür, aber es in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.